Wir wollen euch heute zeigen, wie man ganz einfach ein Memory selbst herstellen kann. Als Motiv haben wir uns hier für verschiedene Ampelbilder entschieden. Ihr benötigt einen Bleistift, eine Schere, einen etwas festen Karton und vielleicht eine Vorlage von einem Memory-Kärtchen. Damit könnt ihr dann genau kleine Quadrate einzeichnen. Ihr zeichnet so viele Quadrate auf, dass es insgesamt 24 sind. Und auf diese ausgeschnittenen Quadrate malt ihr nun die Ampeln. Dazu braucht ihr dann die Stifte in Rot, Grün, Orange und Schwarz. Mit dem schwarzen Stift malt ihr das Gehäuse der Ampel. Und mit den restlichen drei Farben, Grün, Orange und Rot, dann die Lichter der Ampel. Ihr könnt gerne variieren, seht nur zu, dass ihr von jeder Ampel ein Pärchen habt. Habt ihr alle Kärtchen angemalt, könnt ihr mit dem Spielen beginnen. Die Kärtchen werden auf einen Tisch gelegt und dann dreht ihr immer zwei Kärtchen um, so wie ihr es vom Memory-Spielen kennt. Und wer sich besonders gut konzentrieren kann, der wird das Spiel gewinnen. Nach dem Spiel könnt ihr dann die Kärtchen ordentlich aufeinanderlegen und mit einem Band fest zusammenbinden. Vielleicht habt ihr auch zu Hause ein Kästchen, in das ihr es reinlegen könnt. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln und beim Spielen.